Miriam Pielhau hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Im Alter von nur 41 Jahren verstarb die beliebte Moderatorin an den Folgen ihrer Krebserkrankungen. Zweimal erhielt die hübsche Brünette die niederschmetternde Diagnose. Doch für ihre vierjährige Tochter kämpfte Miriam immer weiter. Vor einigen Monaten erzählte sie in einem Interview mit der Bild: "Mir war das ganz wichtig, dass meine Tochter meinen Schmerz, meine Tränen nicht mitbekommt. Aber insgeheim spüren Kinder alles, glaube ich. Irgendwann haben wir getollt, kurz vor dem Zu-Bett-Gehen. Sie nahm meine Hand, spielte mit den Fingern und sagte: Mama, ich weiß, du bist dolle krank, aber bald bist du wieder gesund. Doch der größte Wunsch der kleinen Tochter bleibt nun leider unerfüllt. Sie muss ohne ihre mutige Mama aufwachsen. Aber wenn sie nur ein klein bisschen der Größe und Stärke ihrer Mutter geerbt hat, wird aus der kleinen Maus, wie Miriam ihre Tochter liebevoll nannte, eine große Kämpferin werden."